Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen, zum dritten Audiokommentar. Das rote Mikrofon wird auch endlich wieder erkannt. Dann habe ich es mit der Logitech-Webcam versucht, da ist ja ein Mikro dran. Irgendwie hat das auch nicht gemacht, da war der Ton gar nicht da. Und was soll ich erzählen? Es ist eh ein normales Damen-Gambit, da gibt es nicht großes was zu erzählen. Läufer G5, Läufer E7, also ich finde es jetzt nicht so spannend, auf F6 zu schlagen, obwohl man gar nicht dazu gezwungen wird. Normalerweise wird H6 abgewartet und dann wird geschlagen auf F6. Platt hatte ja Angst, er hätte nicht mal die Gelegenheit dazu, also Läufer F6 schlägt. Oder Anti-Pre-Move vielleicht, man weiß es nicht. E3, jetzt kommt C7 nach C5. Ja, auf C5 schlägt, wäre wohl Läufer C3, Bauer C3, Dame A5 gekommen zum Beispiel. Dazu will es Weiß nicht kommen lassen. Und macht die Springer F3, da kommt die D4 schlägt. Der MM5 möchte ihm gerne einen Isolani verpassen. Also um Springer D4 gegangen wäre, C4 schlägt, Läufer C5 und dann Läufer D4 schlägt. Hätte auf jeden Fall massiven Puppentausch hervorgerufen, Läufer C4 schlägt. Jetzt kommt Dame nach B6, möchte gerne B2 attackieren. So ein typischer Zug von Computern, Dame B6. Und Weiß die Dame B3, möchte die Damen tauschen. Was ich jetzt aber nicht so spannend finde, Dame B3. Ist auch sowieso ein Fehler. Weil das Problem ist, D4 hängt dann. Und das weitere Problem ist, dass der Läufer, der auf D4 nimmt, die Dame deckt. Und die Dame deckt den Läufer, die decken sich ja gegenseitig. Also auf. Jetzt, es wird der Dame B6 schlägt kommen, dann kommt Läufer B6 schlägt, das hat er wohl übersehen. Das ist das große Problem an der Sache. Wenn das der Läufer ist. Ja, und die Damen werden getauscht. Läufer schlägt B6, Schwarz hat einfach seinen gesunden Mehrbauern in dieser Partie. Ja, Läufer B5 Schach, Läufer D7, Läufer D7 schlägt, Springer D7 schlägt. Dann sind sie beide optimal entwickelt. Also Weiß, ja, ich weiß nicht, ob da überhaupt was drin gewesen wäre, trotz der Entwicklung. Ich fand Läufer F6 schlägt schon so merkwürdig. Ja, der MM5 muss etwas überlegen. Mit 5 Minuten nur auf der Uhr, damit der Lippo den bedienen kann. Läufer D7, Springer D7. Da kann man die Zeiten ja nicht so flexibel einstellen, wie das ging beim Amsterdam, ging das schon auf Level 7. Da konnte man absolut flexibel die Zeit einstellen, die der Computer hat. Das geht hier ja nicht, das ist alles fest vorgegeben. Das finde ich beim Amsterdam, finde ich das besser. Man hätte Level 7 nehmen sollen zum Selbsteinstellen, anstatt hier Blitzen 1, 2, 3 und so weiter. Beim Polgas hatte ich noch optimaler, da kann man auch beide Seiten einstellen. Zum Beispiel, um mal bei den Schröders zu bleiben. Springer B5, jetzt kommt Springer C5. Ich frage mich, warum Springer D6 Schach überhaupt nicht gegangen ist. Nicht ehrlich, bin König E7, Springer B7 schlägt. Ja, ich weiß es gar nicht. Springer D6 Schach, König E7, Springer B7 schlägt. Und dann? Man weiß es nicht. Rochade folgt auf jeden Fall und ich meine, ich kann mich auch täuschen hier. Springer D3, ich täusche mich schon wieder. Greift F2 an. Möchte gerne gegen F2 was drohen. Ja, es droht, Springer F2 schlägt. Und dann Turmschlag, kann erstmal den Turm mit Schach nehmen. B3, ein mir nicht ersichtlicher Zug, warum der gemacht worden ist. Totale Verlegenheit vermutlich. Überflüssig ist er auch noch. Ja, gut, hat den B-Bauern gedeckt. Rochade. Dann Turm D2 und jetzt kommt gleich hier der taktische Haken hier. Und ich bedanke mich schon mal und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Wird mal Zeit, dass ich einen neuen PC rankriege, damit die Mikrofone besser erkannt werden. Was ich finde, nutzt einer von euch durch den Klinkenanschluss am PC für ein Mikrofon? Also so ein Kopfhörerstecker mäßig? Und auf jeden Fall bedanke ich mich nun und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.